Wir werfen uns nicht nur ins Geschehen, wenn es darum geht, über die Admiral-Bundesliga zu sprechen, sondern wir besuchen auch den einen oder anderen Admiral-Bundesliga-Trainer zu Hause. Und jetzt hätte ich vorgeschlagen, schauen wir mal, ob Thomas Silberberger, seines Zeichens Trainer der WSG Tirol, auch tatsächlich zu Hause ist. Oh, ist ja mal zu Hause. Was ist hallo selten, Thomas, dass ich da bin. Hallo, servus. Bist du so selten zu Hause? Ja, normal schon. Normal bin ich am Trainingsplatz oder irgendwo in einem Bundesliga-Stadion, das weißt du. Wie sich's gehört für einen Trainer. So schaut's aus. Komm rein, bitte. Sehr gerne. In Wörgl zu Hause. Genau. Am Trainingsplatz in Wattens. Bisschen größer als Wörgl als Wattens, glaube ich, gell? Wörgl ist ein bisschen größer, ist eine größere Stadt. Wattens ist ja eine Marktgemeinde. Wir haben ein paar tausend Einwohner mehr, aber auch nicht viel und ja. Und wenn du mal abschalten willst, ist es eben hier der perfekte Rückzugsort sozusagen. Definitiv, ich bin da aufgewachsen, gegenüber ist mein Elternhaus. Ich bin auf einem Bauernhof sehr behütet aufgewachsen, muss ich sagen. Ich fühle mich da daheim einfach sehr, sehr wohl. Ich bin sehr gerne in der Natur, ich lese sehr gerne ein Buch und ja, da kannst du eigentlich wunderbar abschalten und ich verbringe sehr, sehr gerne die Zeit daheim. Du hast ja dann vielleicht ab Sommer wieder mehr Zeit, man weiß es noch nicht. Aber die Frage, wo ist die Entscheidung gereift? Hier in Wörgl oder drüben sozusagen in Wattens, dass du nach 11 Jahren dein Traineramt bei der WSG zurücklegen wirst? Ja, sowohl als auch. Also die Entscheidung war ja ein langwieriger Prozess. Die Entscheidung hat sich ja fast über ein Dreivierteljahr gezogen, dass ich mich als WSG Tirol-Trainer zurückziehe. Und ja, du hast natürlich immer Tage, wo du denkst, ja, jetzt ist die Entscheidung definitiv. Du hast natürlich wieder Tage, wo du denkst, nein, überleg das nochmal. Aber es war natürlich immer wieder in meinem Kopf drin, dass das mein letztes Jahr ist. Das habe ich im Sommer schon beschlossen. Aber wie es dann kommuniziert und ob es dann tatsächlich das letzte Jahr ist, die Entscheidung hat dann schon gebraucht, bis ich es öffentlich gemacht habe. Und seit du es kommuniziert hast, hat es da seitdem den Gedanken gegeben, nein, ich hätte es doch anders machen sollen? Nein, definitiv nicht. Ich bin jetzt ein Stück weit erleichtert und ein Stück weit froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil ich einfach ganz ehrlich sagen muss, die WSG ist mein Lebenswerk und ich habe das schon in Gefahr gesehen auch und will mein Lebenswerk einfach in der Bundesliga übergeben und von dem her, die Entscheidung ist ja so lange gereift und jetzt gibt es kein Bereuen oder eine Kaufreue, wie man so gern sagt, wenn man eine Entscheidung kundtut, die habe ich nicht, ich habe die wohl überlegt und ich habe auch in der Pressekonferenz gesagt, der Verein, glaube ich, braucht einen neuen Impuls und ich brauche einen neuen Impuls. Ich habe weder eine zweite Meinung eingeholt, sondern das war meine persönliche Entscheidung, weil es ja um meine Person angeht. Aber die Statue vorm Stadion, die kommt noch? Das glaube ich auch nicht. Auch nicht? Es war natürlich eine tolle Zeit, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, eine herausfordernde Zeit. Aber ich will jetzt keinen Legendenstatus irgendwas antreten. Ich habe meinen Job gemacht. Ich glaube, ich habe ihn gut gemacht in diesen 11 Jahren. Aber jetzt ist es einfach Zeit, dass man was anderes macht. Und ich will auch nicht glorifiziert werden für das, was ich gemacht habe. Ich habe meinen Job einfach gemacht und that's it. Ja, aber genug geredet jetzt im Vorzimmer. Geh rein ins Wohnzimmer, dann bleiben wir weiter. Wenn du das sagst, aber du gehst voran aus Hause, gerne. Bitte. Huck dich her, der Ofenbank. Eingeheizt hoffentlich. Nein, heute nicht. Ist ja, obwohl es heute sehr kalt ist, ich habe mir überlegt, extra wegen dir einheizen, aber ich habe mir gedacht, nein, mach ich jetzt nicht. Und wenn du zu Hause bist, läuft dann immer der Fernseher, immer Fußball oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, ich tue relativ viel Lesen auch. Also zum Lesen brauche ich einfach absolute Ruhe. Da begebe ich mich oben in den ersten Stock auf in meine Galerie, in meine Bibliothek und ja, wenn ich Fußball schaue, natürlich sitze ich da und oder wenn ich Fernsehen schaue, natürlich sitze ich da im Wohnzimmer und genieße es. Und wo sind da die Taktiktafeln daneben, dass du den Gegner durchleuchtest oder passiert das da zu Hause dann eigentlich gar nicht? Ja, es ist fast so, dass ich die Arbeit nicht extra nach Hause nehme, obwohl das als Fußballtrainer schwierig ist und ich sehr, sehr viel im Büro Zeit verbringe. Aber dann, wenn ich das Büro verlasse, dann ist es meistens so, dass ich die Arbeit auch im Büro drin lasse und versuche, diese paar Stunden, wo ich einfach daheim bin, dass ich da wirklich für mich die Zeit finde. Das heißt, zu Hause bei dir gibt es nichts von der WSG Tirol, weil ich da im Hintergrund ja eine sehr spannende Matroschka sehe. Natürlich gibt es zu Hause von mir was von der WSG Tirol oder von meiner Spielerkarriere. Die Matroschka, bitte mal her. Die habe ich letztes Jahr in Prag anfertigen lassen. Da war ich in der Länderspielpause in Prag. Und habe das gesehen, dass man das machen kann und habe diese Figur 5-mal anfertigen lassen. Also die gibt es 5-mal auf der Welt. Habe schon 2 davon verschenkt und 3 sind nur in meinem Besitz. Und da habe ich einfach diese Spieler, wo ich der Meinung bin, die haben die letzten Jahre die WSG geprägt,
Giacomo Frioni, österreichischer Torschützenkönig. Das kennt man von Juventus Turin, hat natürlich sehr erfolgreiche Zeiten damals eingeleitet, wo man mit ihm im Europacup Conference League Playoff, wenn man es aufzieht, kommt der nächste gleich zum Vorschein. Kelvin Yeboah, auch ein Top-Stürmer für uns, hat uns extrem viel Geld eingebracht, nochmal danke an Sturm Graz. Aber ich glaube, Sturm Graz hat mit ihm noch mehr verdient wie mir. Dann machen wir auf. Der nächste ist wieder ein Stürmer. Auch der ist durch die Decke gegangen. Nikolai Baden-Frederiksen. Nikolai Baden-Frederiksen war der Vorgänger von Giacomo Frioni. Hat 18 Tore gemacht, war Zweiter in der Torschützenliste hinter Baz und Dacca. Hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in der, im Meisterplayoff waren. Und ich habe mir eigentlich gedacht, diesen Wert kann nie wieder jemand knacken. 18 Tore für die WSG in einer Saison. Das Jahr drauf kommt der wahnsinnige Giacomo Frioni, macht 19. So, wenn wir es nochmal ausmachen, schauen, was dann kommt, dann kommen eher schon die kleinen Figuren. Hat das auch eine gewisse Wertung, nein, oder ist, nein, das überhaupt voll, nicht. Vollkommen, also das, da würde ich jetzt, ebenbürtig. Da würde ich jetzt falsch liegen, wenn ich das sage. Der nächste ist der Ferdl Oswald, unser langjähriger Torhüter, Kapitän, ist ein Urgestein, ist ein Jahr nach mir gekommen, im Jahr 2014 zur WSG und war bis Sommer bei uns Torhüter, jetzt wechselt er ins Torhüteramt, also das ist auch, könnte man auch sagen, der hat Legendenstatus bei der WSG und ja. Broa Blume ist die letzte Figur, den habe ich deshalb gewählt, weil das, glaube ich, die Entwicklung des Vereins am besten darlegt, dass man so einen Spieler überhaupt in unsere Reihen haben, weil der ist qualitätsmäßig schon auf einem hohen Level und die größte Wertschätzung über den Transfer habe ich seinerzeit gekriegt. Das ist, wie man verpflichtet. Da hat der Christoph Freund, der Red Bull, damalige Red Bull Sportdirektor, zu mir gesagt, Wahnsinn, dass ihr so einen Spieler kriegt, unglaublich. Und da sieht man auch, was dieser Verein für Entwicklung hat. Also der Christoph Freund hat diesen Spieler gekannt, der Christoph Freund hat diesen Spieler auch gescoutet, wo natürlich dann auch für sie in einer anderen Zeit, er war nicht mehr der Jüngste und deswegen haben wir damals die Verpflichtung, der wollte einfach unbedingt im Ausland spielen und da sind wir eigentlich schon stolz drauf, dass wir dann so ein Feedback von Red Bull Sportdirektor kriegen, dass der so war unglaublich, das hätte sich nie gedacht, dass die WSG einen Spieler mit solcher Qualität verpflichten kann und deswegen hat der auch Platz gefunden in dieser fünfteiligen WSG-Galerie sozusagen. In der WSG-Galerie. Bei Thomas Silberberger. Wie gesagt, habe ich 5-mal anfertigen lassen und habe schon 2 verschenkt. 2 werde ich noch verschenken und 1 gehalte ich mir selber. Und dann ist das mehr oder weniger ein Unikat. Du hast zuvor schon angesprochen, das Meister-Playoff. In der Bundesliga war das der größte Erfolg in deinen etwas mehr als 10 Jahren bei der WSG? Es war von der Platzierung her der größte Erfolg, definitiv. Der lässigste Tag war der 1. Juni 2019, wo wir nach 50 Jahren mit der WSG in die Bundesliga aufgestiegen sind. Die WSG hat ja seinerzeit schon in der Nationalliga 3 oder 4 Jahre gespielt, danach, 3 Jahre genau, und danach in der Spielgemeinschaft mit Wacker Innsbruck eine sehr erfolgreiche Zeit in die 70er Jahre in Österreich, in Tirol durchlebt. Aber im Alleinstellungsmerkmal sind wir damals am 2019 nach 50 Jahren wieder aufgestiegen in die höchste österreichische Liga. Jetzt natürlich hochprofessionell in die Bundesliga. Für mich war das der größte Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dieses Ziel hätte uns nie jemand zutraut. Und wenn wir ehrlich sind, ich habe auch 2013, wie ich den Verein übernommen habe, war natürlich aus Top 3, dass du irgendwo in der Bundesliga endest. Aber es gehört ja mehr dazu, Lizenzverfahren und so weiter und so fort. Aber dass dieser Tag dann 6 Jahre später wo geworden ist, ja, das war für mich. Ganz ehrlich, auch wenn es nur der Zweitligameistertitel war, das war der geilste Tag in meiner Trainerkarriere. Das ist auch, glaubst du, der Grund, dass du dann so ein Unikat auch bist, was die Länge deines Vertrags betrifft? In der Admiral-Bundesliga gibt es ja ansonsten keinen Trainer, der so lange tätig war. Und auch in Deutschland, du wirst gerne mit Christian Streich verglichen von außen, der jetzt auch im Sommer aufhört, gibt es aber auch sehr, sehr wenige, die dann wirklich über Jahre hinweg beim gleichen Club tätig sind. Ja. Ich weiß nicht, aber es liegt vielleicht in der DNA der WSG Wattens, der WSG Tirol, dass der Trainer eher Langzeittrainer ist. Der Roland Küchler vor mir war er 4 Jahre am Stück Trainer, ich bin jetzt 11 Jahre am Stück Trainer. Also es gibt solche Vereine. Freiburg hat ja auch diese DNA in sich, da gibt es ja nicht allein Christian Streich, da war ja davor der Volker Finke jahrelang Trainer. Also die haben dann schon auch immer wieder Trainer mit langen Dekaden. Vielleicht liegt es auch in der DNA des Vereins und natürlich muss dann der Trainer auch dazu passen, das ist schon ganz klar. Aber Unikat hin oder her, es ist generell, es ist mit Sicherheit sind solche
Trainer, Jobs, Streich, Silberberger, Simeone, wie sie auch heißen, die was langfristig sind, sind generell die Ausnahme. Wie viel Simeone, weil du es schon ansprichst, steckt in dir an der Seitenlinie? Eher der ruhige Typ oder eher der hochemotionale dann? Nein, eher der ruhige. Eine meiner größten Stärken, hat mir einmal jemand gesagt, ist meine Ruhe, ist meine Gelassenheit. Und das Gute ist, die ist nicht gespielt, sondern die ist definitiv vorhanden. Und ich kann die Dinge ganz gut einschätzen. Ich glaube auch selber, ich war selber Spieler, ich habe mit diesen Trainern, die was jede Situation kommentieren, die was jede Situation verbal, nonverbal kommunizieren, mit denen Trainer auch nicht wenig anfangen können, weil ich aus Erfahrung weiß, du wirst nicht gehört draußen und nicht gesehen draußen. Und deswegen, wir handeln mal nochmal dumm laufen, das ist nicht meins, sondern man hat einen Matchplan und du musst halt schauen, wird der verfolgt oder nicht. Natürlich musst du das eine oder andere mal eingreifen, aber dass ich jede Situation kommentiere, das ist nicht mein Trainerstil. Ich habe schon auch diktatorische und cholerische Ansätze, die brauchst du aber auch als Trainer. Ich sage, als Trainer musst du diese Tools alle bedienen können. Du musst das Klavier komplett spielen können nur als Trainer. Da gehört auch einmal ein cholerischer Ansatz, da gehört ein diktatorischer Ansatz. Du musst halt immer wissen, wie lange verträgt es die Mannschaft, wer verträgt es nicht. Also das ist dann schon die Herausforderung im Trainerjob. Ist für mich generell, glaube ich, ist die größte Herausforderung ist Leadership. Fachlich. Du kannst alles nachschlagen, du kannst alles nachfragen. Natürlich musst du fachlich kompetent sein. Das ist ganz klar als Bundesliga-Trainer. Aber die größte Stärke eines Langzeitstrainers ist sicher die Empathie und die Leadership-Qualität, weil sonst kannst du das nicht lange machen. Und da glaube ich, habe ich meine größte Stärke, dass ich einfach das Spiel habe für die Jungs. Jetzt brauchen sie das, jetzt braucht er das, jetzt braucht er einen Einlauf, jetzt braucht er mal einen Arm, jetzt braucht er ein positives Gespräch, jetzt braucht er extremen Druck. Und das, glaube ich, die Tastatur kann ich gut bespielen. Ich habe zuvor gesehen, du hast auch eine wunderschöne Terrasse da, wo man auch schon den Blick hinaus werfen kann auf die Welt, auf die Umliegenden. Können wir kurz gemeinsam rausschauen? Da schauen wir jetzt raus, ja. Perfekt. Ja, da. Da gehe ich, wenn ich mich entspannen will, gehe ich da. In 5 Minuten bin ich im Wald, bergauf. Und ja, da kann ich wunderbar. Gleich da hinten rauf. Genau, da hinten rauf und bist in 5 Minuten bist im Wald, triffst extrem wenig Leute, weil es ein relativ schwieriger Steig ist am Bergauf. Und ja, da kann ich wirklich wunderbar abschalten. Die Runde dauert in etwa 90 Minuten, so lange wie ein Fußballspiel dauert. Und nach 90 Minuten bin ich wieder daheim. Also das weiß ich sehr wohl zu schätzen. Das ist ein Riesenprivileg. Ich gehe bei der Haustür aus und bin in 5 Minuten im Wald. Und ja, brauche nicht irgendwo hinfahren, dass ich Erholung in der Natur kriege. Ich gehe einfach, wie gesagt, schließe die Haustür hinter mir und bin in der Natur. Und da das Abschalten nach einem Spiel dann auch nur die 90 Minuten? Oder rumort die Partie dann oft schon bis zum nächsten Spieltag nach? Ja, so lange darf es nicht noch rumoren, aber es ist dann schon so, direkt nach dem Match bist du eher, hast Riesenprobleme mit dem Einschlafen, habe halt ich gehabt immer, ich weiß nicht, wie es andere Trainer damit geht, aber ich muss auch sagen, der Druck ist dann schon, wenn du, vor allem wenn du ein Spiel verloren hast, es ist dann schon ja, negative Gedanken, die verfolgen dich. Also, ich habe mir da auch vor Jahren professionelle Hilfe geholt für externe Trainer und seitdem ich das gemacht habe, habe ich ein bisschen einen anderen Blick drauf auf die ganze Schicht und mir geht es eigentlich nicht gut, wenn ich verliere, das ist schon klar, aber ich kann damit sehr, sehr gut umgehen, das muss ich auch sagen. Und ich glaube, du bist auch Frühaufsteher, wenn man den Hahn im Hintergrund hört. Ja, der gehört aber ein Nachbar, der gehört nicht mir, aber er hat mir schon versprochen vor 3 Jahren, dass er jetzt bald einmal weg ist, aber er hat nach wie vor eine kräftige Stimme. Nein, ich bin definitiv Frühaufsteher und ich bin gerne in der Früh schon unterwegs, weil da ist mein Ansatz, da erledige ich am meisten und ja. Um darauf zurückzukommen, was du vor der Hahn-Thematik gesagt hast, mit dem anderen Ansatz auch auf den Fußball, auch im Hinblick darauf, dass es vielleicht nur Fußball dann auch ist am Ende, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau so ist es. Da habe ich auch für mich heuer Start-Quali-Runde, Heimspiel gegen WRC. Wir haben um 10 Uhr aktiviert, um 17 Uhr haben wir ein Match. Dann bleibe ich natürlich in Wattens bzw. in Innsbruck in der Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, na, weißt du was, vor nach Hochzell, da ist das neurochirurgische Zentrum, da liegen die schweren Schlaganfallpatienten oben. Und da ist von mir ein sehr, sehr guter Freund, der war bei mir gekauft, der Domann-Trainer. Der hat ganz einen schweren Schlaganfall gehabt und den habe ich ja den Tag besucht zwischen Aktivieren und kurz vor dem Match. Und bin dann direkt nach diesem Besuch ins Stadion gefahren zum Match. Und da siehst du dann schon ein bisschen anders auf den Teller drauf. Und ich habe dann auch für mich gesehen, war eigentlich jetzt ein Wahnsinn,
Der Mensch kämpft um sein Leben und für dich geht es um Leben oder Tod am Fußballplatz. Das kann es nicht sein. Und deswegen, das war auch dann ein Stück weit, wo ich die ganze Sache ein bisschen gelassener sehe. Und ja, so eine Sache holen mich relativ runter, aber erden mich auch immer wieder. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ja, aber jetzt gehen wir wieder rein. Wenn du das sagst, dann schauen wir hinein. Ja. Dann gehen wir noch in den Keller, Abi. Wo die Stimmung hoffentlich nicht ist, aber was anderes. Hast du etwas Besonderes hier, was du mir zeigen kannst, sozusagen? Ja, ich habe mal einen Keller eingerichtet, einen Kellerraum. Und hab mal. Boah, das schaut ja nach einem richtigen Paradies aus da für Fußballfans. Das ist es. Das sind meine Erinnerungen als Spieler, als Trainer, habe ich in diesen Kellerraum alle verpackt. Und ja, es sind ein paar coole Sachen dabei, würde ich sagen. Was ist die coolste Sache da herinnen, würdest du sagen? Was haben wir da? Adressen von ehemaligen Spielern, von deiner Zeit als Aktiver? Die darf man ja auch nicht vergessen natürlich. Meine Zeit als Aktiver habe ich auch dort auf die Adresse. Da haben die aber die Kristalle noch nicht geglänzt, glaube ich, oder geglitzert, denke ich, bei der WSG. Da zum Beispiel dieses Shirt habe ich gehabt bei meinem ersten U21 Teameinsatz für Österreich gegen Griechenland. Da habe ich mir dann Schienen und Wadenbein gebrochen. Hm. Also das war im März 1993, da weißt du, wie lange das her ist. Und ja, habe einige Shirts da von Europacup-Schlachten, was wir geführt haben seinerzeit mit dem FC Tirol. Dieses Shirt habe ich getauscht mit einer Manchester United-Legende. Das war England U21-Nationalteam. Das Shirt hat geantragen der Nicky Butt. Mhm. Manchester United-Legende, mit denen habe ich seinerzeit getauscht. Das war 1995 in Middlesbrough. Haben wir Stadioneröffnung gehabt, haben wir in der Euro-Qualifikation gegen England 2-1 knapp verloren. War eine coole Zeit. Bei Österreich hat gespielt Oliver Glasner, Mario Haas, Martin Ammerhauser und so weiter und so fort. Andi Schiener, Richard Kitzbichler, Harald Czerny, das war eine coole Truppe. Trainer war der Herbert Weber, wo auch U21-Team, habe ich 17 Mal gespielt für Österreich. War extrem eine coole Zeit, muss ich sagen. Bruno 2000, da bin ich zum besten Spieler der zweiten Liga gewählt worden. Im Jahr 2000 beim SV Wörgl, da habe ich aber schon das Austria-Salzburg-Trikot an, weil ich da im Jahr 2000 dann als bester Spieler nach Salzburg gewechselt bin. Das ist auch eine coole Erinnerung. Racing Straßburg im UEFA Cup. Vom Ergebnis her keine gute Erinnerung, weil wir 6-1 verloren haben, aber vom damaligen UEFA Cup eine coole Erinnerung, weil einfach Racing Straßburg damals ein Top-Team gehabt hat und wir mit dem FC Tirol eigentlich chancenlos waren gegen sie. Jetzt sehen wir viele WSG-Trikots da. Im Sommer endet eben deine Laufbahn, deine Karriere bei der WSG. Von welchem Verein werden wir dann in Zukunft viele Trikots hier hängen sehen? Oder geht's mal in die Dominikanische Republik mit dem Segelboot 5 Monate? Nein, das zweite kann ich ausschließen. Es ist nicht die Dominikanische Republik. So eine Länder, die taugen mir einfach nicht. Wir taugen andere Länder besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Plan ist es jetzt nicht, dass ich jetzt einmal eine längere Auszeit nehme. Ich möchte schon an der Linie stehen. Man wird es dann sehen, in welcher Art und Weise das ist. Aktuell bin ich nur WSG-Trainer und wir schauen, wir sind überzeugt, dass wir in der Bundesliga bleiben, dass ich den Verein in der Bundesliga übergeben kann und dann werden wir sehen, was passiert. Die eine oder andere lose Geschichte habe ich laufen, das ist ganz klar, aber wie gesagt, konkret ist noch nichts und es wäre ja zu früh, dass ich mir darüber Gedanken mache. Aber es wird dich an der Seitenlinie weitergehen. Muss es dann trotz allem in der Bundesliga sein für dich oder ja, würdest du es auch drunter machen oder ins Ausland gehen? Das hängt immer von der Perspektive des Vereins ab. In der Bundesliga, den Job gibt es ja leider 5 Mal in Österreich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich gebe jetzt einen freiwillig auf. Das ist natürlich auch mit viel Risiko behaftet. Ja, ich bin ja nicht so vermessen, ich komme aus der Regionalliga. Ich weiß, wie man tickt in der Regionalliga, ich weiß, wie man in der zweiten Liga tickt. Man wird sehen, was ist. Ich möchte an der Outlinie stehen bleiben, aber ja, wenn es nichts ist, dann muss ich mich umorientieren. Aber ich wollte jetzt einmal das Kapitel Wartens abschließen, nach 11 Jahren, und jetzt schaue ich, was passiert. Jetzt hast du so ein schönes Haus hier, mit vielen Erinnerungen von früher, wunderbarer Ausblick, wunderbare Natur. Ausland, machbar, möglich, oder ist das etwas, wo du sagst, nein, ich möchte in Tirol bleiben? Ja, wenn ich in Tirol bleiben will, dann darf ich ja bei der WSG nicht kündigen. Das muss ich ja dann auch klarstellen. Aber
es ist für mich alles denkbar. Ich bin jetzt 51 Jahre, ich will schon noch was Neues sehen, definitiv. Das, was ich da jetzt habe, dessen bin ich mir bewusst. Aber das kann ja ein Rückzugsort sein in 5, 7, 8 Jahren auch. Jetzt bin ich sehr glücklich da, aber ich weiß sehr wohl, dass die Jobdescription für einen Trainer auf einem hohen Level, die werde es halt nicht spielen vor der Haustür. Ich habe es jetzt 11 Jahre gehabt und jetzt ist mir sehr wohl klar, der nächste Schritt, da werde ich wahrscheinlich meine Wohlfühloase auch verlassen müssen, definitiv. Aber ich wollte auch das bewusst zu machen, dass ich einfach einen neuen Impuls setze für mich selber. Ja. Stichwort Wohlfühloase verlassen. Ich glaube, du musst wieder mal zum Training oder dich vorbereiten auf den nächsten Spieltag, denke ich. Ja, du hast mir jetzt sehr, sehr viel gefragt. Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr, wo es offen sind. Deswegen wirst du dich jetzt auch aus der Wohlfühloase verabschieden müssen bei mir. Sprich, ich schmeiß dich aus. Aber es war nett, mit dir zu plaudern. Danke. Hat mich gefreut. Dann, ich glaube, ich finde den Weg hinaus. Ja, wunderbar. Ja, viel kennengelernt in deinem Haus. Naja, alles habe ich da nicht gesagt. Aber das Wichtigste, hoffe ich. Aber das, was ich gerne erzeugt, das habe ich gesagt. Was einen Fußballfan halt interessiert, sagen genau wir so. Genau so ist es, ja. Genau so. Perfekt, Thomas. Dann sage ich vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, hat mich sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Viel Erfolg noch in den Danke. Letzten Spielen mit der WSG und dann mal schauen, wohin die Reise geht. Danke, sehr nett und ja, alles Gute selber und wir sehen uns. So machen wir das. Ciao. Ciao. Das war's also, der Hausbesuch bei Cheftrainer Thomas Silberberger von der WSG Tirol. Mal sehen, wo seine Reise hinführt. Uns hat die Reise eben zu ihm nach Hause geführt und das war definitiv einen Besuch wert.